Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie herzlich willkommen am Montag zu den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich hoffe, Sie hatten alle insgesamt ein schönes Wochenende und ja, freuen sich auch schon auf die neue Handelswoche hier mit Tickmill an den Märkten. Guten Morgen, Elena. Ich sehe auch, du bist wieder live im Webinar und auch an alle anderen der kleine Hinweis. Wenn Sie hier live zuschauen, dann scheuen Sie sich nicht, die ein oder andere Frage zu stellen. Ich gehe sehr, sehr gerne auch auf Ihre Wunschcharts ein. Bevor wir dies tun, wie immer der obligatorische Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital an dieser Stelle auch zu verlieren. Das zum Risikohinweis. Und dann ein Hinweis auch noch in eigener Sache für diejenigen von Ihnen, die immer mal in die Blogs auch hineinlesen wollen. Vielleicht auch ein älterer, schauen Sie ruhig auf die Website von Tickmill. Da finden Sie die Blog-Einstellung hier auf der deutschen Seite. Finden Sie den Blog und wenn Sie da draufklicken, kommen Sie direkt auch auf die Blogseite, wo Sie heute aktuell auch den Beitrag für den Montag lesen können. Also immer die entsprechenden Ideen heraussuchen, die Sie haben wollen, anklicken, wenn Sie nochmal nachlesen möchten. Und dann kommen Sie direkt auch in das, was uns hier heute auch bewegt. Das ist zum einen der Silberchart, dann der Nasdaq und abschließend mal wieder einen Blick in den Chart vom Bitcoin US-Dollar. Und danach, nach dieser kleinen Vorschau, wie immer, der Start mit den Tagesnachrichten. Wir haben jetzt eine Woche vor uns, wo die Zentralbanken tagen. Das heißt, wir werden, wenn das Bild bleibt, wie immer vor Zentralbanknachrichten, vor den entsprechenden Märkten bzw. vor den entsprechenden Veröffentlichungszeitpunkten zwei Dinge sehen. Entweder der Markt ist ein bisschen volatil oder aber der Markt hält still und es bewegt sich relativ wenig. Wir werden sehen, was hier an dieser Stelle auch passiert. Für heute auf der Nachrichtenseite um 11 Uhr in Deutschland den ZDW Konjunkturindex. Da gibt es die Erwartungen. Sie sehen, wir haben hier eine Prognose mit einem Rückgang von minus 13 Punkten. Um 14.30 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex aus den USA. Sie wissen auch, dass ein wichtiger Hinweisgeber für die Zentralbank, weil die entwickelt ihre Zinsstrategien ja auch immer etwas unter Abhängigkeit der sogenannten Inflation. Um 11 Uhr dann in Deutschland noch ein paar Informationen zum ZDW-Konjunkturindex, Einschätzung der aktuellen Lage. Und am frühen Nachmittag gibt es dann den OPEC-Monatsbericht. Also für all diejenigen, die das Öl auch auf der Uhr haben, ein interessanter und wichtiger Termin. Dann am Nachmittag hier in den USA Informationen noch zum Verbraucherpreisindex. Da gibt es die Kernrate für das Jahr und den Monat Mai. Diese Nachrichten gibt es dann um 14.30 Uhr und am Nachmittag bzw. Nachmittag in den USA am späteren Abend hier bei uns gibt es dann noch den API Rohöl-Lagerbestand. Also Sie sehen, heute ein gemischter Tag in den Nachrichten. Ich sehe gerade, der Ludger ist auch wieder hier. Einen schönen guten Morgen und auch Ihnen einen tollen Start in die neue Woche. Und damit gehen wir, würde ich sagen, direkt auch in die Charts. Ich öffne hier für Sie den MetaTrader 4 von Tickmill und wir haben hier gleich den ersten Chart offen. Und zwar ist das der Chart vom Silberpreis. Worauf ich hier schaue, ist die sogenannte Trading Range, die wir hier in diesem Bereich auch haben. Wir haben die Oberkante bei knapp $16.80. Die Unterkante hier unten sehen wir um die $16.15, $16.20. Und in diesen Bereichen, in dieser Spanne, schwankt dieser Preis immer wieder hin und her. Das heißt, wir haben es hier oben gesehen, bis auf ein paar Ausnahmen hat der Markt immer wieder hier oben rumgedreht und dann die Unterseite entsprechend auch angelaufen. Und das ist der Grund, weshalb man sich hier auch für den kurzfristigen Bereich sehr, sehr gerne in diesem Bereich hier mal auf die Lauer legen kann. Weil wir haben es schon gesehen, immer wieder, wenn der Markt hier oben reingelaufen ist, beziehungsweise auch leicht drüber gelaufen ist, hat er mit Verkäufen entsprechend reagiert. Das haben wir hier letzte Woche Donnerstag und letzte Woche Freitag schon gesehen. Aktuell läuft der Silberpreis hier oben drüber. Wir haben auf der Oberseite im Bereich von $16.90 und $17
in etwa noch einige Widerstände liegen. Das sind die Marken, wo der Preis auch gut und gerne ranlaufen kann. Was ich hier in diesen Bereichen halt sehr, sehr gerne ans Herz lege, ist zu beobachten, was der Markt hier macht. Und gerade für kurzfristig agierende Trader sind das halt immer spannende Marken, weil wir hatten hier beispielsweise ein Hoch im Markt liegen, das Hoch vom Donnerstag, und Sie sehen auch, dieses Hoch wurde kurz angelaufen und dann läuft der Markt schon wieder runter zum Korrigieren hier, und das kann hier oben in diesen beiden Bereichen auch passieren, wo wir diese doch relativ nahe liegenden Tageshochkurse haben, hier in diesen Bereichen, also einmal hier vom 16.02., dann hier der 15.02. und hier vorne haben wir nochmal ein Tageshoch in etwa den gleichen Bereich liegen vom 6.02. Das könnten kurzfristig Anlaufpunkte sein. Ist jetzt halt die Frage, weil dieser Markt immer wieder in dieser Range hin und her schwankt, stellt sich hier, wie ich gesagt habe, die Frage, läuft der Markt jetzt tatsächlich mal wieder stärker nach oben, dann könnte das natürlich ein Ausbruchslevel nach oben sein. Aber wenn der Markt sich so verhält, wie in den letzten Wochen oder fast Monaten, kann man schon sagen, hier in diesem Bereich, dass er in und her schwankt und Verkäufe auf der Oberseite oder Preise auf der Oberseite sehr, sehr gerne auch für Verkäufe genutzt werden, dann können wir halt davon ausgehen, dass der Markt hier irgendwann wieder zur Schwäche neigt und in den unteren Bereich reinläuft. Wir haben dann halt hier oben noch eine etwas erweiterte Range. Wir sehen es hier oben bei knapp 17 Dollar und dann drehte der Markt wieder runter und lief auch schön bis runter auf die Unterseite. Wenn der Markt die Unterseite wieder angeht, dann haben wir selbstverständlich auch die Unterstützungen auf der Unterseite liegen, was wir jetzt hier im Chart schon sehen, Anlaufbereiche um die 16,60 und etwas tiefer noch hier unten um dem Tagestief, was wir hier haben vom 6.6., das Tagestief bei 16,47 und dann hier unten dieser Bereich um die 16,30 Dollar, bevor es dann wieder in den unteren blau markierten Range-Bereich geht, wo der Markt immer wieder gerne nach oben getradet hat. Also hier von dieser Seite ein Markt, der jetzt nicht gleich schreit nach einem Trade, aber für kurzfristig investierte Trader oder für kurzfristig agierende Trader sind solche Ranges immer relativ dankbar, weil man halt in diesen Anlaufmarken ganz gut das Timing gestalten kann, mit geringem Risiko entsprechend auf die Gegenseite zu traden, und das ist dann immer wieder der Punkt, der großes Interesse weckt. Wir hatten das ja auch hier oben, Sie sehen, hier ist der Markt komplett drüber geschossen, hat hier alles abgeholt und hat dann erst hier oben in diesem Bereich, wo wir dann doch einige mehrere Widerstände liegen hatten, ups, das war die falsche Linie, ich wollte hier, wo wir die mehrere Widerstände liegen hatten, hier oben in diesem Bereich, da ist es natürlich so gewesen, Sie sehen es, der ist reingelaufen, hat dann rumgedreht und sehr, sehr dynamisch nach unten reagiert, und das sind so die kleinen Geschenke, die dann sozusagen den geduldig wartenden Tradern, diejenigen, die warten, bis der Trade zu ihnen kommt und den Trade nicht hinterherlaufen, das sind dann die kleinen Geschenke, die wir immer wieder auch bekommen können. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir in den nächsten Markt, und zwar wollte ich, bevor wir hier uns den Nasdaq anschauen, gerne einmal in den Bitcoin auch hineinschauen. Der Bitcoin auch wieder erstmal im Tageschart hier an dieser Stelle interessant. Was sehe ich hier? Ich muss mir gerade selbst die Augen etwas reiben, wo der Kurs des Bitcoin momentan notiert. Sie sehen, meine gesamte Handelsvorbereitung hat der Markt hier mit einem doch ganz ordentlichen Gap weggeschossen. Nichtsdestotrotz, ich möchte Ihnen meine Idee hier ganz kurz mit herleiten. Wir haben hier im Bitcoin sozusagen einen Markt gehabt, der tief oder weit in die Bewegung reingegangen ist und dann hier schön korrigiert. Und wir haben hier die Situation, dass wir so einen leichten, sage ich mal, Widerstandsbereich um die 7758 Punkte Marke hier oben hatten. Und wir sehen das hier als Korrektur, und der Markt hätte sozusagen noch weiter nach oben laufen können in diese oberen Bereiche. Wir sehen es hier, die Tageshochs entsprechend anlaufen, die Vortageshoch, das mal als Grundidee. Das heißt, das ist jetzt nur, ist ja eigentlich komplett hinfällig, was ich Ihnen hier erzähle, weil die Trade-Idee, die ich eigentlich hatte, die ist schon gegessen, abgefrühstückt, weil der Markt schon runtergelaufen ist, aber auf der Oberseite hätte der Markt nach oben hin doch noch etwas Platz gehabt, die Korrektur hätte rein theoretisch noch weiterlaufen können, hier die Tagespunkte sind bei den Volatilitäten, die wir haben, auch durchaus in Reichweite gewesen. Mein Hauptfokus lag allerdings auf dem Punkt, dass wir hier eine Korrektur haben und der Markt ganz gut und gerne wieder rumdrehen könnte nach unten, das sieht man auch in der Stunde schön, wir hatten hier die letzten Tage schon leichte Abwärtstendenzen da, das war die Vorbereitung sozusagen
Für die aktuelle Handelswoche. Deswegen hatte ich diesen Markt hier mit auf den Schirm und Ziele wären dann gewesen, sozusagen hier entsprechend auf der Unterseite die Marken nach unten mitzunehmen, hier diese ganzen Korrekturtiefs, diese Aufwärtstage und dann hätten wir hier entsprechend diesen Bereich hier vom Tief unten in diesem Bereich von 7037, das war ja das Bewegungstief, das wäre erstmal der erste Anlaufpunkt und dann haben wir hier im Bereich von, wo haben wir unten 6550 US-Dollar in etwa, haben wir dann einen Unterstützungsbereich, bevor der Markt dann noch tiefer laufen kann auf die knapp 5.800 Punkte. Aber Sie sehen es hier, diese Handelsidee, die hat der Morgen gleich einmal mit einem ordentlichen Gap nach unten genommen. Diejenigen von Ihnen, die in einen solchen abwärtsgerichteten Markt schon investiert waren, die freuen sich hier natürlich sehr, sehr doll, weil jetzt steht die Position wieder ein ganzes Stückchen deutlicher im Gewinn. Jetzt werden wir sehen, was der Markt macht. Zu erwarten wäre es eigentlich, dass wir hier eine vielleicht noch einen kleinen Lauf nach unten bekommen und dann erstmal wieder ein bisschen Korrektur einsetzt. Das würde mich nicht wundern nach solchen Gaps, aber es ist auch genauso gut möglich, dass wir direkt hier unten diese Preise anlaufen und dann scrollen wir den Chart einfach nochmal kleiner, um etwas weiter zu scannen. Also das heißt, wir sehen hier unten dieser Tiefbereich von knapp 5.000, was haben wir hier unten? Da steht bei 5.874 und dann hier unten bei 5.600 in etwa sind dann die nächsten Anlaufpunkte auf der Unterseite. Ich skizziere das gleich einmal an. Also das wäre einmal dieser Bereich hier und einmal dieser Bereich noch etwas tiefer für die Unterseite hier, die ich in diesem Markt präferieren möchte, weil wir haben einfach einen abwärtsgerichteten Markt und diesen ja, möchte ich ganz gerne auch von den Handelssignalen so traden bzw. so betrachten, dass wir in die übergeordnete Trendrichtung entsprechend auch hineinschauen. Damit würde ich sagen, gehen wir zu einem Markt, der uns jetzt noch nicht davon gelaufen ist und zwar ist das der Nasdaq 100. Und den betrachten wir uns auch erstmal im Tageschart an sich. Wir haben hier eine doch recht interessante Situation. Das habe ich auch im Blog geschrieben und wir hatten ja am Freitag in unserem ausführlichen Marktbericht auf den Nasdaq auch geschaut. Den hatte ich dort intensiv hier besprochen und wir haben am Freitag so einen Tag gehabt, wo man genau wusste, es gibt am Wochenende den G7-Gipfel so genau. Man wusste nicht, was rauskommt. Deswegen haben auch viele Indizes leicht im Minus geschlossen. Aber wenn man sich die Indizes mal genauer anschaut, haben die halt schwach eröffnet und den Tag über dann doch ganz ordentlich entsprechend aufgeholt. Und wir sehen jetzt hier, was entsprechend auch passiert. Das heißt, die Idee, die hier dahinter steckt, ist, dass diese Umkehrkerze, das ist ja eine sehr, sehr starke, ein starkes Zeichen, dass der Markt hier nach oben gelaufen ist, dass hier eine neue Bewegung nach oben einsetzt und dann sozusagen hier das neue Allzeithoch wieder anläuft, das aktuelle, und dann nach oben läuft. Sollte die Korrektur noch etwas tiefer laufen, wir haben hier unten die Unterstützung um das Tagestief vom Freitag hier, das sind um die 7075 Punkte und dann wäre die nächstgelegene weitere Unterstützung bei knapp 7000, bei der 7000 Punkte Marke hier in diesem Bereich, aber präferiert natürlich hier kurzfristig ein Signal nach oben, wenn wir uns die Stunde auch mal anschauen, die zeigt uns halt, was wir hier haben. Wir haben hier, ich markiere Ihnen das mal an dieser Stelle, wir haben hier oben diesen Bereich des letzten Korrekturhochs in diesem Abwärtstrend. Und wenn der rausgenommen wird, dann haben wir halt diesen Trend hier unten gebrochen und wir haben einen bestehenden Aufwärtstrend. Das heißt, die Stunde läuft dann wieder in Richtung des Tages hinein, wenn wir hier oben drüber gehen. Und das ist dann doch sehr, sehr interessant, weil wir zwei Trends in unterschiedlichen Zeiteinheiten, die ineinander laufen haben, die in dieselbe Richtung gehen. Und das ist dann das Spannende. Das heißt hier die Grundidee, wenn der Markt wieder anfängt zu steigen, wir haben dann entsprechend hier den nächsten Punkt schon nach oben, was nach dem All-Time-High kommt, weiß man ja nie. Das heißt, wir können starke Kursläufe nach oben sehen. Wir können aber auch erstmal einen Rücksetzer sehen. Das haben wir ja hier vorne auch gehabt. Neues Allzeithoch, erstmal ordentlich korrigiert. Man weiß das nicht so genau. Deswegen ist das jetzt erstmal der erste Blick in die kurzfristige Geschichte. Das heißt, sehr, sehr gerne in den Stundenchart, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die hier das Daytrading Intraday betreiben, ist das natürlich auch immer schön zu sehen. Die kleineren Trades oder kleineren Trends laufen natürlich auch nach oben. Sie sehen es auch hier untergeordnet. Wenn man sich das Bild mal anguckt, wir haben jetzt hier untergeordnet auch schon wieder einen Aufwärtstrend. Ich zeichne Ihnen den ganz kurz mal ein. Also dieses hier wäre der untergeordnete Aufwärtstrend. Das wäre dieser hier.
der jetzt auch sehr, sehr schön nach oben läuft. Und das sind ja die Dinge, die können wir im kurzfristigen Handel sehr, sehr schön dazu benutzen, um entsprechend die Trends zu traden. Und hier sehen Sie halt auch, das ist mal der Stundentrend, der entstanden ist. Und hier sehen Sie die Bewegungstrends, die wir hier haben und die Korrekturtrends, die hier im 15-Minuten-Chart schön laufen. Heißt, wenn die Stunde aufwärts gerichtet ist, können Handelssignale aus den 15 Minuten sehr, sehr gut dazu genutzt werden, entsprechend auch nach oben zu gehen. Und das sind halt wichtige Anlaufpunkte, diese Marken, die wir hier haben in diesen Bereichen, diese Hochpunkte. Da kann schon einiges an Dynamik auch in den Markt reinkommen, wenn dort Kauforders liegen. Und deswegen ist es gut, einen solchen Chart auch mit auf der Uhr zu haben. Damit bin ich jetzt erst einmal fertig mit meiner heutigen Vorbereitung, mit der Handelsvorbereitung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die ein oder andere schöne Idee geben. Ich schaue gerade noch mal in den Chat hinein hier auf Facebook. Da gibt es keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Sie mögen, schauen Sie morgen wieder rein. Gegen 8 Uhr gibt es den Blog auf Tikmil. Und dann können Sie entsprechend einige Zeit später hier um 9 Uhr direkt in den Live-Stream wieder reinschauen. Und für all diejenigen, die sich im Nachgang diese Aufzeichnung mal anschauen, natürlich steht es auf Facebook und natürlich auch auf der YouTube-Seite von Tikmil. Da sind Sie herzlich willkommen, an dieser Stelle gerne auch hineinzuschauen. Und wenn Sie mögen, die ein oder andere Frage, auch wenn Sie es im Nachgang schauen, per E-Mail an Tikmil und mich zu schicken. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ludger, sehr, 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 sehr gern geschehen. Und dann bis morgen. Machen Sie es gut. Haben Sie schöne Trades. Ihr Mike Seidel.